InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Das ist unser Ernst. Mit diesem Slogan geht die FPÖ Ried in den kommenden Wahlkampf. In diesem Fall handelt es sich um ein Wortspiel, denn der Spitzenkandidat heißt Ernst Reiter. Bereits seit 1985 ist der Mittelschullehrer in der Kommunalpolitik tätig. Im Laufe der Zeit hat er bereits mehreren Ausschüssen angehört. Bei der anstehenden Wahl möchte er 7 Mandate und somit einen zweiten FPÖ-Stadtrat erreichen. Das Wahlprogramm ist vielfältig. Neben den schon bekannten Zielen, dass wir die Innenstadt dementsprechend attraktivieren möchten und eventuell ein anzugliederndes Einkaufszentrum wollen, wollen wir natürlich einmal als erstes eine entsprechende Anbindung des Innenviertels an den Salzburger Raum bzw. an das Salzkammergut. Eine langfristige Forderung von uns ist natürlich dann auch noch die Errichtung einer Fachhochschule. Ich habe schon bei der Pressekonferenz gesagt, dass Oberösterreich nicht nur aus 4 Viertel besteht und 3 davon eine Fachhochschule haben, sondern auch das Innenviertel soll eine entsprechende Möglichkeit haben, ihre Jugend akademisch auszubilden. Außerdem soll der Ausbau und Erhalt der Rieder Messe als internationales Aushängeschild gewährleistet werden. Darüber hinaus setzt sich die FPÖ-Fraktion für eine Verbesserung der Sicherheit gegen Vandalenakte in der Stadt Ried ein. Neu in der Fraktion ist der Angestellte Thomas Diem. Er beobachtet die Entwicklung des Stadtbudgets kritisch. Man muss sich sicher mehr auf die Kernthemen in der Gemeinde verstärken. Kernthemen sind zum Beispiel Familien, Kindergärten, Schulen. Und da würde ich meinen, dass ein Kindergarten wie der Waldmüller Kindergarten, der schon länger auf eine Realisierung wartet, früher gemacht werden hätte können, wenn nicht andere Bauten in Ried wie 3 verschiedene Säle vorgezogen wären zum Beispiel. Nina Kirchtag vertritt die junge FPÖ-Garde. Als Lehrerin und Mutter zweier Kinder liegt ihr die Familien- und Bildungspolitik besonders am Herzen. Spielplätze, einfach viel Angebote für Kinder natürlich oder eben Schulen, dass natürlich viele Schulen renoviert gehören oder eben wie der Waldmüller Kindergarten, wo sich jetzt wirklich einmal der Hut brennt, dass der endlich einmal gebaut wird. Ich glaube, es müssen sicher solche Sachen in Angriff genommen werden. Laut Spitzenkandidat Ernst Reiter ist Ried bereits jetzt eine liebliche Kleinstadt mit großem Tourismus und Einkaufsangebot. Dennoch müsse ein neues Einkaufszentrum und gemeinsam mit den angrenzenden Gemeinden ein Betriebsansiedlungsgebiet entstehen. Und Reiter möchte seine Themen im Wahlkampf durchbringen.